Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, Sie haben dieses Jahr das Wagnis auf sich genommen, das Rhein-Meeting als digitale Videoreihe stattfinden zu lassen. Es ist deshalb ein Wagnis, weil, wie Martin Buber es einmal sagte, alles wirkliche Leben Begegnung ist. Seit 2016 darf ich Schirmherr des Rhein-Meetings sein. Es freut mich sehr, dass das Treffen auch in diesem Jahr stattfinden kann. Und ich bin dankbar, dass ich zumindest auf diese Weise ein Grußwort an Sie richten und Ihnen so begegnen darf. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Dieses Wort von Martin Buber prägt als Leitgedanke auch das diesjährige Rhein-Meeting. Doch geht das? Begegnung per Videobotschaft? Geht es, medial in Dialog zu treten mit der Gegenwartskultur, über die Wirklichkeit mit all ihren Facetten, sich öffnen für Menschen und ihre unterschiedlichen Wahrnehmungen und Hintergründe, sich öffnen für das Du? Geht das? Andererseits, was gibt es dieses Jahr Wichtigeres als das? In diesem Jahr, in dem wir uns so häufig gefangen gefühlt haben. Oft möchten wir fragen, was für ein Leben bleibt uns in der jetzigen Situation, wenn wirkliches Leben nur in der Begegnung liegt? Welche Begegnungen ermöglichen wirkliches Leben? Mediale? Virtuelle? Denn auch ich kann Ihnen in diesem Videogrußwort nur virtuell begegnen. Wir alle sehnen uns nach Begegnung, nach wirklicher Begegnung, weil wir Menschen sind. In Zeiten wie diesen, da muss man sich manchmal aber mit dem Vorläufigen zufrieden geben, mit dem, was das Leben an Möglichkeiten bietet. Die Antwort, ob Begegnungen virtuell oder medial möglich sind, da hat Ihnen Ihr Erfolg recht gegeben. Die hochwertigen digitalen Begegnungen und die hohe Teilnehmerzahl zeigen, wirkliches Leben ist medial, virtuell möglich, auch jetzt. Wie in jedem Jahr, so war das Meeting auch dieses Mal wieder mehrsprachig, international. Dank der Referenten aus Kunst, Kultur und Religion haben sie viele Dimensionen der Begegnung ausgelotet. Besonders berührt hat mich da das Zeugnis des Filmemachers Juan Manuel Cutelo. Auch er hat uns von Begegnungen berichtet, Begegnungen, die man nicht für möglich halten würde. Die Geschichte der Begegnungen der querschnittsgelähmten Frau Cecilita zum Beispiel, die ihre jahrelange liebende Gegenwart in den Gewaltvierteln Kolumbiens Hunderten von Schwerverbrechern begegnet ist. Sie hat sie dazu gebracht, sich freiwillig der Justiz zu stellen. Die Geschichte hat mich tief berührt. Eine solch radikale Liebe geht über das hinaus, was rein menschlich verständlich ist. Cecilita verurteilt nicht das schlechte Tun der Menschen, denen sie begegnet, sondern sie sagt ihnen ganz schlicht, du bist geliebt, dir ist vergeben. Es sehnt sich jemand nach dir. Du musst nur gehen, um die Vergebung Gottes entgegenzunehmen. Das ist Evangelium. Der Gekreuzigte hat sich für uns so hingegeben. Er ist so weit aus sich selbst herausgetreten und uns entgegengekommen, dass wir seine Liebe nur anzunehmen brauchen. Er liebt jeden von uns bedingungslos. An der Begegnung mit diesem Du des Auferstandenen können wir wirklich Ich werden. Solche Begegnung macht das Leben lebenswert. Die Risse in unserer Welt, quer durch unsere Gesellschaft, die durch Corona zugenommen haben, lassen wir zu, dass sie durch Begegnungen wieder zuwachsen. Jetzt und vor allem, wenn wir uns endlich wieder real begegnen. Ich wünsche Ihnen von Herzen eine freudige, gespannte Offenheit für all die Begegnungen, die dieses Jahr für uns noch bereithält. Mit allen guten Wünschen, Ihr Rainer Wölki, Erzbischof von Köln.